Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence. Mit Fondue Gameplays als Hobby. Na, wo bleibe ich? Da bin ich. Hey! Willkommen zurück in der Silence-Welt. Und, genau, wir haben ja erfahren, dass wahrscheinlich ja dieser Wurzel die Kyra oder Kyra dranhängt wahrscheinlich. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Der Kokon könnte runterfallen, direkt in den Abgrund. Ach so, stimmt. Kyra. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Genau, stimmt, ein Sicherheitsnetz oder sowas. Ich könnte Kyra bei den Bienen lassen und Rini auf eigene Faust suchen. Ich könnte mich aber auch verlaufen und Rini niemals finden. Ach, verdammt. So, ich muss erst mal gucken, ob ich sonst noch irgendwo hin kann. Aber scheinbar nicht. Schauen wir mal, ob sich jetzt was geändert hat bei Rini. Weil ich denke mal, bestimmt da dort kriegen wir irgendwie sowas wie ein Sicherheitsnetz, was wir dann so gesehen rüberschicken könnten oder sowas. Falls es dafür gedacht ist, zum Rüberschicken dieser Vogel. Hier ist das komische Viech noch. Aber ich habe gar keine Angst. Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen. Okay, ich wusste doch. Sobald er sich umdreht, kann ich das machen. Okay. Und du? Jetzt oder nie. Rini, was machst du denn? Bist du verrückt? Hey, hey! Schau her zu mir! Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh! Ja, da schaust du blöd, was? Ach nein, so siehst du ja immer aus. Blöd, ich kann nicht, das Monster würde mich sehen. Und krumme Beine hast du auch noch. Meine sind auch nicht gerade, das gebe ich zu. Aber das ist in Ordnung. Weil ich sie nämlich nicht dafür gebrauche, arme Leute zu verfolgen und ihnen Angst einzujagen. Hast du eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut? Nein? Du weißt nicht mal, was das ist. Ach so, ich hänge fest. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Schaffst du das, Mädchen? Das sieht uns doch eh vorher. Egal, bring dich in Sicherheit. Letzte Chance. Ich zähle bis drei. 1, 5, 7, 3. Du bist großartig, kleine Lady. Und du bist kugelrund. Juhu. Ein tapferes kleines Mädchen. Und lustig. Niedlich lustig. Wir brauchen trotzdem noch irgendwie so ein Netz. Also mir ist auch aufgefallen bei den Aufnahmen. Die Aufnahmen haben gerade mal nur 30 FPS. Das ist ganz schön wenig. Dabei übersteigt mein PC eigentlich die Anforderung. Aber irgendwie scheint das Spiel ziemlich anforderungsvoll zu sein. Auf fantastisch. Achso, jetzt bin ich automatisch hier.
Ich komme auch gar nicht rüber. Okay. Der Stammbaum der Honigtauzecken. Eigentlich suche ich Rini. Dann kam die Botschaft und jetzt ist Kyra weg. Verdammter Mist. Das kriege ich jetzt noch nicht. Ja, wir können dann eigentlich... Erst muss ich den Abgrund absichern. Können wir nur da runter. Wir werden schon herausfinden, was wir machen müssen. Nach 50 Jahren Ladezeiten. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass das Spiel so anforderungsvoll ist, dass ich nur 30 FPS aufnehme statt 60. Ich meine, die Bildqualität ist ja auch sehr schön. Damit kann er nichts machen. Sieh dir das an, Spot. Wir haben ins sprichwörtliche Wespennest gegriffen. Tja, und jetzt? Aber wie soll ich die da trotzdem runterbekommen? Ich habe kein Netz. Auffällig? Was? Auffällige Wurzel. Ich weiß, wohin diese Wurzel führt. Okay, jetzt hätte ich es geahnt. Ich bin der Held der Geschichte. Wird schon klappen. Schauen wir mal, ob es klappt. Oh je, oh je, oh je. Achso, jetzt muss ich mit Sicherheit hochhüpfen oder sowas. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Okay, wirklich höher kommen wir nicht. Okay. Da muss ja erstmal nochmal diese Königin da beruhigen, damit ich da vorbei kann. Wie Setan. Hallo, Maus. Ah. Nein, noch nicht, noch nicht. Genau, du bleibst schön da. Und du wartest dort, während ich dann hochgehe und an der Wurzel rumzuppel, damit sie eventuell runterfällt und aufgefangen wird von ihm. Darauf müssen wir erstmal kommen, dass man den auch dafür verwenden kann. Jetzt kann sie fallen. Jetzt kann sie fallen, genau. Das war nämlich jetzt auch mein Plan. Ladezeit. Auf jeden Fall kommen wir langsam vorwärts. Ich habe eigentlich noch nie so ein Spiel auf dem Computer gespielt, wo man so entlang klicken muss, wo man langlaufen soll oder was man machen soll. Keine Ahnung. Ist mal was anderes.
Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. So, jetzt gehe ich runter und sie ist weg. Daneben gefallen. Ach, toll. Ich kann gar nichts machen. Das macht jetzt gerade alles von selbst. Na doch, jetzt kann ich wieder was machen. So, dann zieh dich noch einmal da drüber wie Kaugummi. Interessante Raupe. So eine Gummiraupe. Auch nicht verkehrt, oder? So, da holen wir sie mal da raus. Ich zieh dich da raus. Na los! Hab dich! Hoppla! Ah. Pass auf, Elektrostöße. Oh, ich darf hören. Kein Puls. Ich höre auch keinen Herzschlag. Herzdruckmassage. Kann ich einfach so einen Tentakel nehmen? Kurs. Wie ging das nochmal? Na, wenn er sich mal nicht in sie verliebt. So? Was ist mit dem Kleinen da oben? Tu was! Hiermit? Das war mir so klar. Wusste ich doch, die Tentakel. Ups. Was passiert nun? Ein Ladebildschirm, das passiert. Das Spannendste in diesem Spiel generell, der Ladebildschirm. Diese schöne Flamme da unten rechts. Deswegen heißt das Spiel Silence, wegen dieser Stille des Ladebildschirms. Oh. Okay. Ah,
Ah, das waren wir. Jetzt verstehe ich. So ein bisschen. Sieht so aus, als wäre da irgendwie so ein Faden quer durch ein Bild von oben links nach oben und rechts. Was soll das? Der denkt sich jetzt bestimmt, ha, Gott sei Dank, ich habe dich geküsst. Scheiße! Willst du mich umbringen? Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen ruhiger ist. Aber da lag ich wohl falsch. Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Willkommen zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Sie hat eine graue Strähne. Du hast da eine schneeweiße Haarsträhne. Was? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Naja, solange es nur eine Strähne ist. Wir sollten hier verschwinden, solange das Biest noch ruhig ist. Okay. Entweder waren die damals schon ein Liebespaar und sie erinnert sich jetzt an den... Also sie kannte nur den Clown, sie wusste nicht, dass er das jetzt war. Und jetzt, wo er es zugegeben hat, ist ihr das aufgefallen vielleicht? Oder generell verlieben die sich jetzt einfach nur? Irgendwie sowas wird mit Sicherheit passieren, das weiß ich. Also weiß ich nicht, aber ich kann es mir denken. Genauso wie auf diesen Platz der Liebe hier oben bei dem Honigbaum, wo dieses Unendlichkeitszeichen eingeschnitzt war. Das war bestimmt von den beiden, vom Clown und ihr. Und ich glaube, es ist immer noch Videosequenz. Oh je, die Bienen rappeln sich wieder auf. Oh nein. Hey, die Kapsel! Achso, die muss ich jetzt aufklicken. Gib her! Du willst sie doch jetzt nicht lesen! Lass uns abhauen! Warte! Ich werf nur einen Blick drauf! So, aber ein langer Brief. Der eine Blick dauert nämlich lang. Achso, ich darf was machen. Botschaft schnappen. Verdammt nochmal, ich will hier weg! Was soll das? Da steht ja gar nichts drauf! Her damit! Okay. Eine Nachricht, auf der nichts draufsteht. Seltsam. Oder vielleicht irgendwie eine Art unsichtbare Tinte, damit halt eben der Feind nicht lesen kann. Dann muss man das erstmal wieder sichtbar machen. Das kennt man aus allen möglichen Abenteuerfilmen. Ich hab dich so vermisst. So, Spiel vorbei. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Oh, und da ist der Spot. Komm her zu uns. Spot ist am besten. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Trägt man jetzt so? Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Ha! Ich hab's doch gewusst. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Sage Rainy, dass Sedgwick nicht auftauchen wird. Klar, Sedgwick kommt bestimmt noch. Wir lassen sie mal ein bisschen Märchenland. Pass auf, sobald du so eine Mütze findest, setze ich sie auf. In Ordnung? Oh ja, ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher.
Wie kommt ihr eigentlich hier in meine Welt? So gesehen. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Kann man dem vertrauen? Ich weiß es nicht. Antworte ehrlich, sei misstrauisch. Ach, wir sind einfach mal ehrlich. Von dem im Thronsaal. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Also ich selber weiß es jetzt nicht. Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Woher weißt du von dem Spiegel? Ich habe ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Die glauben mir bestimmt nicht. Es stimmt. Hey, kommt schon. Hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten. Der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören. Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit. Okay, bevor wir uns hier jetzt entscheiden, wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, das war's mit diesem Teil. Also es ist sehr viel gesprochen und Videosequenz, wo wir mittendrin mal ein bisschen was ankreuzen dürfen. Aber die Geschichte ist interessant. Ich bin einfach mal gespannt, wie es ausgeht, wie es weiterläuft. Und würde einfach sagen, das war Silence. Ich glaube, der fünfte Teil. Mit Von Löher Gameplays als Hobby. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, es ist kein Actionspiel oder sowas, aber es ist mal was anderes. Ihr dürft mir gerne Daumen nach oben da lassen und mich auch abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns zum Beispiel beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play. Ansonsten auf Wiedersehen, viel Spaß noch. Tschüss.